Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack 11. Ihr seht's im Hintergrund, Kroko, Basti sind mit am Start, genauso wie ein Panda mit grüner Nase und wir kriegen hier neue Bewohner. Basti und Kroko wollen Teil unserer Pirate Crew werden, wie, was, warum, das seht ihr gleich und es gibt eine Rundtour von der kompletten Pirateninsel, dass ihr auch hier einmal auf dem neuesten Stand seid und die Insel quasi in- und auswendig kennt. Wir bringen Geschenke für die Bagdad-Piraten. Okay. Ja. Der hat ja eine grüne Nase. Ja, natürlich. Ja. Nur das Beste für die Bagdad-Piraten. Oha, da wird sich hier die Piratentruppe freuen. Die Frage war allerdings auch. Der hier kommt von Panda Island. Von Panda Island. Ja, Panda Island liegt südlich gelegen von der ursprünglichen Bagdad-Pirateninsel. Damals, wo sie noch Spawn-Piraten waren. Warum haben wir die Ehre verdient? Was können wir für euch tun? Ja, wir suchen Baugrundstücke. Für so zwei Sommerresidenzen in Bagdad Bay. Ja, immer herzlich willkommen. Also ich kann Ihnen mal zeigen, was wir hier noch an Grundstücken so frei haben. Das wäre hervorragend, ja. Natürlich, kommen also Sie mit. Theoretisch ist hier noch alles frei. Also da auch, wo Bambus ist, könnt ihr hin. Ja. Da oben ist ein Gebäude, da hinten ist ein Gebäude, da ist ein Gebäude. Aber ansonsten ist noch relativ viel frei. Also ich sag mal, was mir gerade spontan in den Sinn kam, was ich vielleicht gerne machen würde. Und ihr sagt, ob das hier hinpasst oder nicht. Ja, sehr gerne. Ich würde gerne einen entweder Custom- oder Nicht-Custom-Dschungelbaum machen und an diesem Dschungel so ein etwas größeres, auf Stelzen gelegenes Baumhaus in ähnlichem Stil wie das Haus von Janus hier. Ja, das finde ich geil. Finde ich cool. Wo willst du denn hinbauen? Ja, ich kenne mich noch nicht aus. Ah, komm mal mit, umschauen. Genau, am liebsten eine Führung. Ja, andere Richtung. Es gibt noch nicht so viel zu zeigen, aber hier soll ein Weg entstehen. Hier oben baut gerade der liebe Halsling. Hallo. Oh, hallo. Hi. Und hallo, was geht? Hallo, ihr Lieben! Übergebe ich dir direkt noch eine Aufgabe. Du musst hier eine schöne Hängebrücke machen. Ich krieg's nicht hin. Okay, eine kleine Feine, ja, kann ich machen. Ja, die geht hier rüber zum. Und dann theoretisch, also hier oben, da werde ich dann einziehen, hier oben in diesem noch nicht fertigen Haus. Aber theoretisch könntest du ja hier hinter so einen Dschungelbaum machen, der hier so hoch geht und dann hier so einziehen. Ja, ja. Ich glaube auch. Ich brauche schon ein bisschen Platz auch mit Stützen etc., weil ich würde es nicht nur an den Baum dranhängen, sondern auch so ein bisschen vorgelagerte Stützen. Wenn du hier was vorhast, dann muss ich schauen. Hier soll nur ein Weg kommen, der hier lang geht. Okay, weil dann kann ich ja eventuell hier mit ran. Dann mache ich so einen dicken Baum, der hier hinten so hoch wächst. Ja, solange die Bude jetzt nicht größer wird als alles andere hier, sondern im gleichen Rahmen. Nee, das soll im selben Größenverhältnis sein, ja. Ja. Genau, also ich persönlich finde einfach nur, dass es cool wäre, wenn alle Häuser, also hier ist so eine Bergkette so mäßig, und wenn alle Häuser halt auf der Seite wären. Und auf der Rückseite ist dann quasi nicht mehr Bamboo Bay, dass man quasi diesen Tunnel hier betritt. Und dass man dann drin ist. Okay, okay. Ja. Was habt ihr generell vor, also auf der ganzen Insel zu machen? Wir werden großes Piratenreich machen. Also da gibt es ganz viele Projekte. Ich kann dir jetzt gleich mal eine Tour geben, wenn du möchtest. Also euch beiden könnten wir kurz eine Tour geben. Ja, let's go. Ja, endgern. Da werde ich gleich, ich muss es selber ausprobieren. Genau, also hier halt Bamboo Bay. Genau. Ich denke, auf der Seite baut noch keiner, glaube ich, Klim, oder? Also hier ist noch alles frei. Hier baut noch keiner, also wenn du überhaupt willst, Basti. Genau, oder kannst auch was bauen, was direkt am Wasser ist. Ich überlege mal was. Also hier ist echt. Orientiert dich an den anderen, nicht so ungefähr von der Größe her wie die anderen. Ja. In der Mitte würden wir vielleicht freilassen für irgendein Rathaus oder so. Oder vielleicht hier passt vielleicht so ein Rathaus ganz gut hin, oder? Ja, so ein kleiner Platz, wo alle zusammenkommen können. Hier wäre ja ein Platz dann fast, würde sich ja anbieten. Und das Rathaus dann eher so an die Bergkette wieder dran drücken oder sowas. Ja, ist mal. Nicht so präsent in der Mitte steht. Ja, hört sich ja gut an. Also das können wir auf jeden Fall machen. Aber soll halt sozusagen nachher wie ein Dorf wirken, was halt zusammenhängt, ne? Mit Wegen, die alles verbinden, dann wieder ein bisschen mehr Grünzeug rein. Jetzt haben wir natürlich viel platt gemacht. Ja, auf jeden Fall geht es dann hier weiter. Hier in der Ecke auf der Insel, ich weiß nicht, ob ihr auch eine Map habt. Hier, die Insel sieht aus wie ein Triceratops, by the way. Also die sieht 1:1 aus wie ein Triceratops, wenn ihr die gleich komplett aufgedeckt habt. Ja. Hier. Okay, ja, wir sind hier beim Kopf. Hä, das ist der Mund? Lol. Oh, Papagei. Hier hinten wird es dann so ein Industrial District geben. Da bauen gerade Jo und Space. Ich glaube, Jo hat hier auch einen Spawner drunter gefunden. Aber das sind so Quarry. Warte mal, Klim, du bist sehr weit weg. Wir müssen kurz hinterher noch, sonst. Ich hol dich wieder. Sonst wird's hier nichts. Wir hören dich gerade nicht. Erzählt und erzählt und erzählt. Janus, kannst du einfach erzählen, was Klim sagt? Weil dann genau, auch. Hier soll ein Industrial District entstehen. Also hier wollen wir Farm bauen. Der Plan ist natürlich auch wie ich in. Ich rede die ganze Zeit mit euch, wir sind gar nicht in der Gruppe. Ja, ich hab's wiederholt, was du gesagt hast. Ich find's eigentlich ganz cool so, dass wir zusammenbleiben müssen. Ja. Vor allen Dingen, ich gehe so bla bla bla, komm so, hä, wo sind denn alle? Genau, hier ist der Plan, dass ein großer Industrial Bezirk sozusagen gebaut wird, wo die ganzen Farmen reinkommen. Wir haben schon angefangen mit den Bäumen, ne?
Ich weiß gar nicht, wer es war. Das sind so Farming Grounds. So. Ah, und da hinten wird anscheinend Teleporttechnik gebaut, wenn ich das so richtig sehe, die armen Katzen. Ja, die kommen grundsätzlich woanders hin, aber hier kommt so eine großen Steinbruch, so eine Quarry soll hier hinkommen von der Optik her und dann kommen hier alle Farmen hin. Genau. Das ist der Plan, dass wir hier zu rankommen. Hier weiter, wir gehen einfach mal im Uhrzeigersinn die Insel entlang. Würde ich sagen, haben wir noch ein Boot mitklimmen? Nee, ich glaube, da hinten haben wir noch Boote für den hinteren Teil. Okay. Ja, für den Rückweg können wir ja theoretisch den Tunnel nehmen schon. Ja, stimmt, das können wir schon machen, ja. Genau, dann haben wir hier ein Dorf, das ist das erste, was wir, das ist eigentlich das zweite, aber das ist ja eins der beiden Dörfer. Das, daraus wissen wir noch nicht, was wir machen, vielleicht auch gar nichts einfach, vielleicht reißen wir es einfach wieder ab, so mal gucken. Die werden umgesiedelt oder sowas. ja, weiß er nicht. Aber hier ist halt ein ziemlich leeres Dorf auch. Aber hier sind auch so ganz viele kleine Inseln so und Riffe und so. Das sieht halt eigentlich ganz cool aus. Hier könnte man eigentlich irgendwas hinbauen, aber halt keine Stadt mehr oder so, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon drei Städte geplant, wenn Bambus Bay dazu zählt und irgendwann ist. Drei Städte. Ja, Bambus Bay ist ja ganz klein. Ich zeige euch gleich, wo die ist. Plus genau. Bambus Bay, plus eine große Tempelanlage. Die Hafenstadt. Genau, und Hafenstadt. Also Hauptstadt, Bambus Bay und Hafenstadt. Ja. Genau, und halt das Industriegebiet, das sind so Sachen, die aktuell geplant sind. Da hinten, die Inseln gehören auch noch zu uns quasi, das ist hier quasi ein, da hinten ist auch noch ein Swamp-Gebiet, da hat man gesagt, kann Fuchs, kann Flocke sich Next ausbauen? hier drüben, da ist. Aber ist Flocke eigentlich nur die Schwester der Hexe? Ja, das kann sein. Das kannst du mit ihr diskutieren, in die Diskussion mischen wir uns nicht ein. Ja, und hier ist unser Haupt-Villager-Dorf. Wir wollen alle Villager, alle Trades nur hier drin machen, weil das einfach thematisch dann auch passt. Und das ist halt einfach ein normales Villager-Dorf, I guess. Und das bauen wir dann halt oben zu einer Hafenstadt. Ich glaube, Mending, Efficiency 5 und so ein Kram haben wir schon, aber wir haben jetzt noch nicht irgendwie großartig hier Kamel. Irgendwas drauf ausgelegt, hier großartig zu und machen. Auf der Insel bewegt man sich nur mit Kamelen und Eseln fort. Nee, ja, wir wollen auch überall Wege bauen. Genau, das ist nämlich eine gute Überleitung. Was anderes. Ja, genau, kommt mal mit, das ist eine sehr gute Überleitung. Weil wir wollen auch ein komplett unterirdisches Minecart-Netz bauen. Und wir haben damit schon angefangen. Ich glaube, hier steht kein Minecart. Ein Minecart habe ich dabei, wer will fahren? Ich habe da oben einen Eisengrundung gesehen. Der hört uns da nicht mehr. Tschüss, Kroko. Aber wo komme ich ran? Ich war schön. Ja, wir kommen mit. War schon Spaß. Aber die Idee ist tatsächlich, dass die ganze Stadt dann mit so einem großen Schienennetz verbunden ist. Wir wollen einen Teleporter bauen. Soll das halt auch geil aussehen. Also wirklich ein bisschen Erlebnis sein, hier mitzufahren. Vielleicht eine künstliche Höhle anlegen oder so oder whatever. Keine Ahnung. Dann geht's hier wieder hoch. Und das hier solltet ihr erkennen, denn das geht tatsächlich schon zu Bambus Bay. Genau. Wir sind wieder zurück. Genau. Und wir können jetzt eigentlich mal Boote nehmen und die andere Richtung langfahren, denn da, guck mal, da stehen sogar Boote. Denn da ist auch noch viel zu entdecken. Wir können ja mal hier so... Ja, genau. Also hier dann Bambus Bay, ne, vielleicht noch ein, zwei Boote hier vor. Also Piratenschiffe vorher bauen, ne? Das geht natürlich auch immer. Das ist natürlich immer. Oh ja, ich glaube, da werden noch richtig coole Sachen kommen, gerade was so Piratenschiffe und so angeht. Genau, wir haben hier natürlich den Bambus-Dschungel, ohne natürlich. Irgendwo hier soll auch noch ein Leuchtturm entstehen, wahrscheinlich da an der Landzunge, an dem Sand. Das wäre noch cool, wenn so ein Bambus-Leuchtturm kommt. Wir brauchen natürlich aber auch einen richtig großen, vernünftigen Leuchtturm, aber nicht in Bambus Bay. Ich glaube, wir verlieren die beiden anderen schon wieder, oder? Nee, wir sind direkt neben euch. Wir sind direkt neben euch. Im Windschatten. Mir hat jemand nur geschrieben, Craftsteak 11 hat schon vor 3 Wochen angefangen und jetzt hat mir keiner Bescheid gegeben. Oh, meine Pizza ist da! Basti, du musst fahren. Okay. Meine Pizza ist da. Dann, Basti, folg mir mal. Jetzt habe ich auch Hunger. Ich will auch eine Pizza. Ja gut, wir fahren mal ein bisschen weiter. Also hier ist noch riesiges Gebiet sozusagen mit dem Bambus, was sich hier ergibt. Und dann kommt jetzt eigentlich gleich die coolste Ecke. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund schon so ein bisschen auftauchen hier beim Sonnenuntergang. Die Sonne? Ja, die Sonne. Bei mir ist es schon da, weil es schon gerendert ist. Aber jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, in der sozusagen dann die größte Hauptstadt sozusagen hin soll. Das sind bei diesen großen fliegenden Inseln. Ich weiß nicht, ob ihr die schon seht. Können wir mal so ein bisschen reinfahren. Ich streame gerade sehr entspannt. Wenn du fährst, kann ich mich entspannt zurücklegen, die Hände hinterm Kopf verschränken. Es ist so entspannt. So soll es sein. Maus schwenken. Ja, ich glaube, man kann es schon ganz gut erkennen, muss man sagen, oder? Und die Hauptstadt, das sind dann lauter Gebäude im Berg, die mit lauter Brücken, Wegen und sonst wie verbunden sind. Oder wie, was ist eure Vision da? Genau, das ist der Plan. Also ich hatte mir jetzt schon überlegt, den vorderen Berg hier zu nehmen. Also der links jetzt von uns ist, der da oben ist. Das kann man schlecht sehen. Weil man hat irgendeiner von euch WoW mal gespielt? Ich nicht, Klim wahrscheinlich, ja. Also Beutebucht? Nee. Kennt es irgendjemand? Nein? Guckt euch da mal Bilder dazu an. Ja, okay. Wie heißt es nur Beutebucht?
Ich muss mir das auch mal. Beutebucht, ja. Muss noch mal googeln. Irgendwer vergessen. Hat mir das schon mal gezeigt. Hast du mir das schon mal gezeigt, Basti? Ja, hat mir das schon mal gezeigt. Zu Pirates. Ja, kann sein, ja. Beutebucht. Genau. Mega. Und ihr seht's, sieht cool aus hier mit den ganzen Bergen. Also hier hatten wir vor, sozusagen dann die Hauptstadt zu bauen. Ich will einen riesen Totenschädel machen, durch den man dann reinfahren kann. Das kannst du machen. Du kannst sie auch an die Wand hängen. Das sieht richtig cool aus. Also da ist, glaube ich, einiges an Möglichkeiten da, was man machen kann. Und du und Basti, was man hier bauen kann. Also das ist der Plan. Das ist so grob die Insel. Ich glaube, Kim könnte jetzt das noch viel schöner erzählen. Kann ich auch hier eigentlich den Turm bauen für Sauron? Den kannst du wahrscheinlich bauen, wo du willst. Aber da fragst Hauptsache symmetrisch. Symmetrisch und du fragst den Klim nochmal. Sonst dreht er hier durch. Der hat, glaube ich, die Übersicht. Oh, das ist lass uns den Trident holen. Ich will einen Trident haben. Darmkart so einen riesen Totenkopf bauen und der Mund ist quasi der Eingang, wo man mit Schiffen rein und raus fährt und da drin ist dann eine Grotte und die Piratenstadt. Ich will auch einen Totenkopf bauen. Ich glaube, man kann noch viel mehr Totenköpfe bauen an den Wänden oben, ganz oben und so, wo man mit der Elytra reinfliegt. Ja. Okay. Ja, vielleicht sehen auch mehrere cool aus. Ich glaube schon, also wir haben ja ganz viele von den Inseln auf allen Seiten. Ja, es wird auf jeden Fall mega, was hier alles gebaut wird, glaube ich. Ja, definitiv. Joachim. Hast du mal WoW gespielt? Ja. Beutebucht? Mhm, ja. Übel geil, oder? Ein bisschen mehr Steinhäuser, so ein bisschen Uncharted 4-mäßig. Genau. Und ansonsten, Klim, ich glaube, mehr kann man zu der Insel nicht, wirklich nicht viel zeigen. Jetzt haben wir die Rundtour gleich gemacht. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir hier Stopp und machen einen Fußmarsch hinüber zu Bamboo Bay. Das können wir machen. Weil das ist nämlich ein Gebiet, was ich noch nicht erkundet habe in der Mitte. Dann komm mal mit. Ich würde mich so lange ausloggen und meine Pizza essen. Dann guten Appetit. Ja. Du findest ja zurück, ne? Ja, ja, ich kenne mich ja aus. Du bist ja eher Native und so. Gut. Ich bin Island Native. Dann bin ich hier euer Dschungelführer, nenne ich es jetzt mal. Genau, hier ist geplant, das hat Klim, glaube ich, soweit vorbereitet gehabt, und die anderen, dass wir hier noch einen großen Tempel bauen wollen in die Mitte, weißt du, der so ein bisschen mystischer ist, grün, verfallen, mit dem ganzen Zeug so drumherum. Das ist der große Plan sozusagen, den wir hier haben. Da ist aber Pumi so für zuständig. Der hat sich da schon ein paar Gedanken gemacht. Das sieht ganz cool aus. Aber hier wird es auf jeden Fall auch noch genug Bauland geben. Und jetzt einfach geradeaus. Sehr, 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 sehr coole Insel. Dann kommst du zu Bamboo Bay. Hast halt super viele Biome und viel Abwechslung. Also wir sind auch bisher auf jeden Fall mega, mega angetan von der Location hier. Also ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Und startet erstmal ruhig mit in Bamboo Bay mit durch. Also ich werd in Bamboo Bay erstmal mein Häuschen bauen und dann schau mal, wie ich mich einlebe. Aber ich habe da richtig Motivation zu. Also was mir richtig gut gefällt, ist, dass es eine eigene Welt ist sozusagen, die es komplett zu gestalten gibt. Und wenn viele Leute mitmachen, dann passiert halt auch wirklich was. Ja. Das ist groß genug, aber auch nicht zu groß sozusagen, dass man hier überall was bauen kann, jeder noch so ein bisschen so seinen Kram und alles trotzdem irgendwie in einem Thema. Ich hatte zum Beispiel, das war der erste große Hügel, den wir gesehen haben, mir überlegt, ich baue so einen verwesenen Friedhofshügel, also so einen ganz hohen. Und da kommt wie in Mystery so ein bisschen ein großer Friedhof drauf und rein und dann mit vielen Fallen, die nach da oben führen. Also ja, wie so ein Pirateninsel, die so im Nebel liegt, wo alles so mysteriös ist. Kennt man ja bestimmt aus irgendwelchen Filmen. Da hatte ich sozusagen Bock drauf, den Berg so ein bisschen zu transformieren und zu zerpflücken. Gut, dann seid ihr beiden natürlich herzlichst eingeladen, hier mitzumachen. Und wenn ihr irgendwo Hilfe braucht oder so, sagt hier ja, ich brauche Hilfe. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich, dass Kroko und Basti hier rüberziehen. Einfach noch mehr Leben auf der Insel, so muss es sein. Ich glaube, der ein oder andere Prank lässt sicherlich auf sich hier noch warten. Aber mit den beiden in der Nähe, da kann man einiges Lustiges anstellen. Wenn es gefallen hat, vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben. Abonniert den Kanal kostenlos und schreibt es gerne in die Kommentare, was Kroko und Basti hier bauen sollen. Bis dahin, ciao, Leute.